könnte wohl Stress in meine Mamas Augen sehen, dass als Mutter, wie schwer ist das zu erzählen, was ist eine Hinrichtung und warum machen die das? Wo würde ich sein, wenn ich im Iran sei? Meine Mama sagte sofort im Gefängnis oder Tod. Als ich im Iran war, ich war wie eine Menschenpuppe. Als ich nach Deutschland gekommen, habe ich angefangen, Turki zu sein. Ich bin Turki, 25 Jahre alt und bin als Frau aus dem Iran geflohen. Das Leben im Iran war sehr schwierig. 2017 habe ich mit meiner Mutter hier nach Deutschland gekommen. Also im Iran, Frauen und Mädchen dürfen viele Sachen nicht und sie haben gar keine Stimme im Iran. Die können nicht für sich selber entscheiden, was zu tragen, was zu essen, was zu machen, Beziehungen zu haben. Das ist sehr schwierig für eine Frau, das im Iran normal zu leben. Deswegen, viele Mädchen und Frauen wollen gerne nicht mehr im Iran leben oder etwas ändern. Deswegen, die sind jetzt in der Straße. Ich war in einer Familie, die waren ein bisschen locker und ein bisschen nicht locker. Aber trotzdem habe ich gefühlt, dass es gibt viele Regeln in meiner Familie, dass für die Frauen und für die Männer ist ganz anderes. Zum Beispiel, mein Bruder konnte viele Sachen machen, dass ich durfte nicht das machen. Also ich war sehr neugierig, ich wollte immer alles wissen. Zum Beispiel, mein Lieblingstanz war Bauchtanz. Als ich größer geworden, die haben gesagt, hey, stopp, du darfst nicht das tanzen. Das war immer große Warum in meinem Kopf, das Warum kann ich nicht das machen? Und dann, als ich größer geworden, habe ich verstanden, ja, es gibt Regeln, dass ich muss immer in meinem Land behalten. Und es gibt viele Tabus auch. بچه ها رو چجوری بزرگ کنم؟ مخصوصاً دختر. چون پدر یک جور دیگه دوست داره تربیت کنه، دوست داره دخترش اصلا بیرون نره، فعالیت های بیرونش خیلی محدود باشه، کاملاً کنترل باشه. در حالی که اینجا من از روزی که اومدم به آلمان متوجه شدم بچه من باید زندگی بکنه، آزادی خودش رو داشته باشه، بدون چی میخواد، از جامعه خودش چی میخواد. Ich war 7 Jahre alt, als ich meinen ersten Schultag angefangen. Das war die größte Problem, weil ich musste eigentlich Kopftuch haben und Uniform. Wir mussten 30 Minuten bis eine Stunde einfach still bleiben, wie Soldaten. Das war morgen Ritual. Und für eine 7-jährige Mädchen, das war richtig stressig und schwierig, zu einfach stehen und nichts zu sagen, nicht zu bewegen, nicht zu spielen. Und dann, wenn die sagen, fertig, wir durften zu unseren Klassen gehen. Jedes Mal, dass wir wollten zu unserer Klasse gehen, die standen zu uns kontrollieren, die gucken, dass, ob unsere Haare richtig bedeckt ist oder nicht. Und die gucken unsere Nägel, sie kontrollieren viel zu viel. Wir mussten bitten und alle mussten teilnehmen und die kontrollieren, ob alle da sind. Manchmal verstecke ich oder manchmal ich sage, ja, ich habe meine Tage. Wenn du deine Tage hast, du darfst nicht einfach beten und du kannst einfach in Klasse bleiben. Aber die Lehrerin kontrollieren auch, ob ich richtig meine Tage habe oder nicht. Ja, eine Lehrerin hat mich angefasst, zu kontrollieren, ob ich meine Windel habe oder nicht. In Schule, wir mussten einfach sagen, okay, was ihr sagt, ist richtig, wir müssen das weitermachen. Aber ich war nicht solche Kind und ich hatte immer wieder gefragt. Und deswegen, ich bekomme ein paar Probleme. Die versuchen, dass die Denkweise von den Kindern wechselt. Das war, glaube ich, Winter. Und ich wollte mit Mama zu einem Kurs gehen. Und wir waren zusammen mit Mama im Auto. Und dann habe ich gesehen, dass gibt es eine Hinrichtung da. Aber ich wusste nicht, was ist das. Und dann, Mama hat gemerkt und sie startet mich so ablenken.
Ich habe gefragt, Mama, wieso er hinkt, und sie meinte, das ist ein Spiel. Und später habe ich verstanden, ja, das ist ein Spiel, aber vor Regime. Ich konnte voll Stress in meine Mamas Augen sehen, dass als Mutter, wie schwer ist das, zu einem Kind erzählen, was ist eine Hinrichtung und warum machen die das? Teenager war eine schwierige Zeit, weil du hast viele Antworten, du weißt viele Sachen, aber trotzdem kannst du oder darfst du das nicht machen. Durch Instagram, Media, wir haben viel gesehen, dass in anderen Ländern, die sind frei, kommt immer noch mehr diese Fragen, warum, warum und warum. Die haben immer uns geantwortet, weil wir in ein islamisches Land sind, wir müssen das behalten. Und die haben immer gesagt, weil wir wollen alle in den Himmel gehen. Und ich habe immer gesagt, ich will nicht aber in den Himmel. Manchmal, wir konnten einfach viele Sachen wie Alkohol, wie Tanzen, wie Partys auch machen, aber war alles heimlich. Und geheimlich etwas zu machen, ist voll Stress. Konnte einfach Polizei da kommen und Gefängnis kommt danach und bestrafen. Das heißt immer, du musst dich kontrollieren. Du bist unter Kontrolle. Als ich 9 Jahre alt war, ich habe in einem Kinderbuch Harfe gesehen. Das war ein Engel mit einer Harfe. Und dann habe ich gedacht, wow, also ich möchte gerne dieses Instrument spielen. Aber das war total teuer auch. Meine Lehrerin hier in Deutschland, sie hat gesagt, du darfst in deinem ganzen Leben Harfeunterricht bekommen, ohne zu bezahlen. Nach, ich glaube, 2 Monaten war das, dass sie hat eine Harfe mir verschenkt. Das war die schönste Geschenk in meinem Leben. Jedes Mal meine Harfe anfassen, ich erinnere mich an meine Lehrerin und ich bin sehr dankbar davor. Und ich erinnere mich, dass es gibt viele gute Menschen immer noch in dieser Welt. Ich erinnere mich, dass ich muss auch weiter gut sein und gute Sachen in dieser Welt machen und auch weitergeben. Als ich 15 Jahre alt war, habe ich das gemerkt, das ist ein richtig großes Problem hier. Und das ist viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und auch Menschenrecht ist kaputt hier in meinem Land. Häufig war, dass solche Anschläge passiert. Und deswegen viele Menschen und viele Frauen hatten Angst, weil das passiert öfter. Zum Beispiel, weil viele nicht richtig gut Kopftücher haben. Als ich 15 Jahre alt war, ich war im Bus und auf einmal hat jemand Wasser auf mein Gesicht geschüttet. Ich habe einfach mein Gesicht so gehalten und dann geweint und dann habe ich gesagt, ja, mein Gesicht, ich habe mein Gesicht verliert. Und das war Wasser. Viele Männer haben auch versucht, die Menschen zu erschrecken. Und das war sehr, sehr traurig und das war eine sehr schwierige Zeit. Und in dieser Zeit, mein Bruder hatte immer gesagt, ja, weniger draußen gehen oder zu Hause bleiben. Also mein Bruder hatte mehr Freizeiten. Zum Beispiel, ich konnte sehen, dass er kann in Partys gehen, er kann einfach locker Freundinnen haben. Und jedes Mal habe ich ihn gefragt, darf ich mit dir zur Party kommen? Ich möchte gerne auch sehen, wie ist das denn da und was passiert. Und er meinte, nee, du darfst nicht da kommen. Das ist nicht okay für dich. Und dann habe ich gesagt, hä, aber wieso ist okay für dich und nicht für mich? Und er meinte, ja, weil du ein Mädchen bist. Er hat in der Schule auch gelernt, dass als Männer ihr könnt die Frauen kontrollieren. Das Problem liegt nicht an meinem Bruder jedes Mal, sondern das Gehirnwasch
Und das Situation im Iran hat ihm so gemacht, dass die einzige Sache, das mich zu beschützen, ist zu Nein zu sagen und mich zu kontrollieren. Er hat auch später, als hier in Deutschland gekommen, ich habe ihm auch gesagt, dass hey, ich gehe zu Club, ich gehe zu Partys, und er meinte, ja, ich bin sehr happy dafür und ich bin glücklich, dass du kannst das machen. Und ich habe immer ihm gesagt, dass warum durfte ich nicht das im Iran machen? Er hat gesagt, es tut mir wirklich leid, ich wollte gerne dich zu beschützen. Die Sittenpolizei, die gucken, ob du siehst gut aus, wie eine Iraner. Und meistens, das ist für die Frauen. Die kontrollieren die Kopftuchen, die kontrollieren die Mantels, die Hosen. Ich hatte gelernt, dass die Polizei, die sind nicht zu mich beschützen, sondern die sind gegen mir. Und ich muss mit die kämpfen. Deswegen hier in Deutschland, als ich die Polizei sehe, bis heute habe ich Angst. Angst zu haben war jeden Tag dabei. Du musst immer Angst haben, was ist richtig, was ist falsch. Und du gehst in dein Auto, du willst Musik hören und du sagst, okay, welche Musik denn? Was für Musik muss ich hören? Die ganze Zeit, du lebst mit einer großen Angst. Ich war 18 Jahre alt, dass eine beste Freundin mir hat gesagt, okay, ich habe eine Box, ich muss den Box zu einem Freund geben. Dann habe ich gesagt, ist ein Mann? Ja. Muss ich auch mitkommen? Und sie meinte, ja, du musst auch mitkommen. Aber zu einer Wohnung von einem Mann zu gehen, war richtig stressvoll und war tabu. Der Freund hat die Tür geöffnet und dann habe ich gesehen, wow, wie toll ist ihm. Er hat mir gesagt, können wir uns kennenlernen? Dann habe ich gesagt, nein. Und er meinte, wieso nicht? Dann habe ich gesagt, ich habe keine Zeit für dich. Und er hat gesagt, aber wir können einfach schreiben. Ich habe seine Nummer genommen und habe ich einen Mädchennamen gegeben, damit wer anruft, mein Bruder nicht sehen oder mein Papa. Wir haben uns getroffen im Café, aber auch geheimlich. Und ich hatte immer mich bedeckt, dass nicht jemand sehen, dass ich bin mit ihm draußen und alles war secret. Wir haben uns kennengelernt und unsere Beziehung fängt an. Aber trotzdem war Stress immer dabei. Jedes Mal, dass er mich schreibt oder angerufen, das war alles stressig. Ich war 19 Jahre alt, als ich nur Iran verlassen. Das war meine Mamas Entscheidung. Das war ein bisschen schwierig, weil das war Anfang von meiner Beziehung mit meinem Freund. Ich musste ganze Leben in einen kleinen Koffer einfach reinpacken. Die Freundin muss ich lassen, die Familie muss ich lassen. Als ich im Flughafen war, ich hatte immer gesagt, hey Tuki, du fängst neue Leben an. Ich war fast 4 Jahre im Camp, also erste 2 Jahre war Camp und danach 2 Jahre war ich in Heim. Das war sehr schwierig, im Camp zu leben. Das Essen war nicht gut und Depression kommt, aber der Geschmack von Freiheit war sehr lecker. Ich konnte alles, was ich will, anziehen. Ich konnte schwimmen, ich konnte Fahrrad fahren, ich konnte fast alles machen. Als ich im Iran war, ich konnte nicht frei Tuki sein. Ich war eine Person wie eine Menschenpuppe und sagen, was zu machen und was zu nichts machen. Und das war nicht Tuki. Als ich nach Deutschland gekommen, ich fange an zu mich erstmal anerkennen, wer bin ich, was möchte ich und was mag ich. Dann habe ich angefangen, Tuki zu sein. من و توکی تصمیم گرفتیم بیایم به آلمان به خاطر اینکه به عنوان یک زن و به عنوان یک دختری که تو اون جا داره زندگی میکنه جای مناسبی نبود و توکی خیلی فعال بود، خیلی دختر اکتیوی بود، خیلی کنجکاو بود و راجب هر چیزی میخواست کنجکاوی کنه. توی مدرسه
مشکلاتی بود. از ناظمش گرفته، مدیر گرفته، معلم، همه ازش راجبه این چیزایی که سوال میکرده، پرسش میکرده، مشکل داشت. Jetzt, wenn ich mit meiner Mama spreche, wo würde ich sein, wenn ich im Iran sein? Sie sagte sofort im Gefängnis oder Tod. Ich war die Mädchen, dass ich konnte problematisch sein in Familie. به عنوان یه مادر دختری خیلی با توکی صمیمی راجع به همه چیز با هم صحبت میکنیم. گاهی اوقات با هم کنتاکت داریم. دعوا و اینا هست ولی قبول میکنم به عنوان یک مادر و به عنوان یک دختری که امروزه داره بزرگ میشه تو جامعه که داره بزرگ میشه و من باید همیشه آپدیت باشم، همیشه باید به روز باشم و نمیتونم افکار قبلم و توی خانواده‌ای که قبلا بزرگ شدم و رو توکی انتقالش بدم. Erste Mal hier in Deutschland schwimmen zu können, war richtig schön, also in Natur. Ich hatte diese Erfahrungen nicht, aber für meine Mutter war etwas anderes, weil sie hatte schon diese Erfahrung, bevor Regime wechselt. Und dann plötzlich, sie durfte nicht. من شنا کردن رو خیلی دوست داشتم و اینی که بعد از اینی که ایران تغییراتی که به وجود اومد دیگه من شنا کردن رو نمیتونستم به راحتی برم شنا کنم و اونم یه جایی آزاد مثل همچین جایی بدون مشکلات و اولین بار با دوستم که خیلی دوستش دارم و میتونم بگم تنها دوستمه یه روز به من گفت که بیا بریم یه جا شنا کنیم با هم دیگه باشیم من اینو تو رویا دیده بودم به واقعیت نمیتونستم قبول کنم وقتی که رفتیم اصلا دیگه نفسم بند اومده بود Ich bin ganz, ganz sicher, dass das war die richtige Entscheidung, nach Deutschland zu kommen. Ich kann Freiheiten haben. Ich glaube, jeder Mensch braucht das. Alle Menschen im Iran haben den Recht, diese Kleinigkeiten zu haben. Also Kimi ist meine Schwester. Also sie ist sehr, sehr gute Freundin von mir, dass ich fühle, dass sie ist meine Schwester. Und das ist so. Ich habe erstmal ihre Mutter kennengelernt. Sie ist jetzt beste Freundin von meiner Mama. Dann haben wir später ihre Kinder kennengelernt. Und Kimi ist eine von denen. Sie ist meine Familie. Sie ist alles, was ich habe in Deutschland. Und einfach, ich liebe sie. Ich koche gerne, aber ein bisschen moderner, nicht Tradition, das dauert viel. Deswegen, ich habe gar keine Zeit dafür. Und ich möchte gerne alles testen, sagen, hey Kimi, ist das lecker? Machst du das? Es ist immer lecker. Oh, freu ja, ich liebe es, die Testerin zu sein. Das ist gut zu haben. Ja. Ich finde, manchmal habe ich nicht die richtigen Worte dafür, Choki zu beschreiben. Ich weiß auf jeden Fall, dass meine Mom mir gesagt hat, ich möchte dir gerne jemanden vorstellen. Und dann habe ich gefragt, warum. Und meine Mom hat auch schon gesagt, kann ich nicht beschreiben, du musst selbst die Erfahrung machen. Und dann habe ich sie kennengelernt und war verliebt auch, weil ich, glaube ich, noch nie so einen Menschen getroffen habe, der so liebevoll ist, herzlich und auch vorsichtig, sehr respektvoll. Und aber auf der anderen Seite sehr kämpferisch, sehr zielstrebig und aufopferungsvoll. Sie hat mir schnell das Gefühl von zu Hause gegeben, wenn ich sie sehe. Also sehr einladend und ja, als würde jemanden einen umarmen. Das ist so das, wie ich dich vielleicht beschreiben würde. Mir geht's gut, weil ich in einem freien Land bin. Mir geht's nicht gut, weil mein Iran ist nicht ein freies Land. Die kleinen Menschenrechte, das funktioniert gar nicht in meinem Land. Ich möchte gerne die anderen wissen auch,
warum die Menschen sind in der Straße und warum die riskieren ihre Leben. Ich bin begeistert davon und ich stolz auf die Menschen, dass die kämpfen von Freiheit und von neuer Generation. Aber ich bin nicht überrascht, weil ich weiß, die können das etwas machen. Und ich habe sehr, sehr, sehr große Hoffnung in mein Herz, dass bald etwas passiert wird. Ich wünsche mir freie Iran von meinem Herz. Von meinem Geburtstag, das war mein Wunsch. Neues Jahr, das war mein Wunsch. Und bis Iran frei ist, ist mein Wunsch.